So, ich grüße euch zu einem neuen Outdoor-Video. Ja, ich gehe mal wieder eine Runde spazieren. Da dachte ich, nehme ich euch doch glatt nochmal mit. Mal gucken, was wir heute entdecken. Zwar nur eine kleine Runde, aber Wuppertaler Wälder sind schön. Hier gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Also sind wir mal gespannt. Ja, für alle, die es noch nie mitbekommen haben, Samstag startet mein Special Stream um, ja, ungefähr 21 Uhr auf Twitch. Da geht es ums Paranormale, unerklärte Phänomene, unerklärte Orte. Ich bin schon echt gespannt drauf. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Und ja, es wird hoffentlich cool. So, die Ecke kennt ihr hier mit Sicherheit schon. Ich filme doch mal mit der anderen Kamera. Mal gucken, ob die Qualität ein bisschen besser ist. Das Kabel bremst ein bisschen dagegen. Muss ich mal gucken, dass ich das wegbekomme. Und dann schauen wir uns noch mal wieder ein bisschen um, ne? Wetter ist heute wieder top, muss ich sagen. Wir gehen langsam, ja, 15 Grad plus aufwärts. Echt super. So, ich teste heute mal ein paar Einstellungen. Ein bisschen weiter rauszoomen, ein bisschen weiter reinzoomen. Mal gucken, was besser ankommt. Das Blöde ist nur, ich will natürlich, dass der Stick nicht die ganze Zeit im Bild ist. Ein bisschen ärgerlich. So, hier unten wieder die Abzweigung der Wupper am Start. Das lädt ja auch schon ein bisschen ein, um da reinzuspringen. Naja, was man kann ja nicht wirklich reinspringen, aber zumindest die Füße ein bisschen erfrischen. Wenn es mal heiß ist, noch ist es nicht so warm. Kann mich auch nicht entscheiden. Heute Pulli, heute T-Shirt. Ist wieder so ein Wechselwetter. Man weiß nicht genau, ne? Am besten Zwiebelschalenprinzip. Kann nichts schief gehen. Hier sind wir wieder. Wir gehen auch gleich mal wieder ans Wasser ran. Gucken, ob wir eine neue Stelle heute finden. Im Sommer gehen wir mit Sicherheit auch mal mit den Füßen rein. Muss man ein bisschen aufpassen. Da sind einige spitze Steine im Wasser. So, wir sind schon an der Brücke, wo wir letzte Mal waren. Diesmal laufen wir nicht dort hoch. Diesmal laufen wir ein bisschen weiter geradeaus. Ich habe das Kabel jetzt mal festgemacht. Ich hoffe, es klackert nicht mehr. Steht tatsächlich kleine Höhe. So, an die Brücke könnt ihr euch mit Sicherheit noch erinnern vom letzten Mal. Aber hier sieht auch verdammt schön, ne? Da hinten kommt wieder jemand. Ich glaube, das ist ein Pferd. Oder? Es kommt mir tatsächlich ein Pferd entgegen. Hilfe. Seht ihr es da im Hintergrund? Da hinten rechts ist es. So, ich warte mal kurz, bis er vorbei ist. Da sollen wir einfach mal hier ein bisschen in den Wald gehen. Komm. Scheiß auf die Wege. Obwohl, es ist einfach sumpfig hier, ne? Guckt euch das an. Patschi, patschi, Sumpf. Kannst du leider nicht weiterlaufen. Da brauche ich Gummistiefel für.
So, jetzt können wir mal weitergehen. Das Pferdchen ist gerade an mir vorbeigelaufen. War verdammt laut. Die Hufen haben mir richtig krass geklackert. Klack, 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 klack. Ich fände es auch mal geil, nachts oder abends einen Stream aus dem Wald zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Allerdings werde ich wahrscheinlich nicht die passende Ausrüstung dafür haben. Ich filme mehr oder weniger mit Handykamera. Ich habe zwar noch eine richtige Kamera, allerdings hat die auch keine Nachtsichtfunktion. Die ist top, wenn es hell ist. Aber sobald es dunkel wird, na, wird es halt unscharf. Und naja, man sieht halt dann nicht mehr so gut. Was liegt denn da im Wasser? Ein Plastikstück. Irgendwie sowas. Und wir sind auch wieder bei meinem Stamm hier angekommen, der quer über die Abzweigung der Wupper liegt. Also langsam könnte ein bisschen mal alles anfangen zu blühen, ne? Ist noch alles sehr kahl hier. Aber hier zum Beispiel kommen schon einige grüne Blätter raus. So, aber weiter geht's. Ich möchte auch gleich noch ein bisschen abseits gehen von der Strecke hier. Nur Straße ist ein bisschen langweilig. Was heißt Straße? Asphaltierter Weg. Da parkieren schon wieder Tiere. Wie letztes Mal diese Hummeln. Mein Gott, waren da viele Hummeln unterwegs. Mal gucken, ob wir heute vielleicht über diesen kleinen Stamm drüber kommen. Da war ja letztes Mal so viel Matsche. Vielleicht ist diesmal ein bisschen weniger Matsche. Oh nein, ich fall hier doch mit Sicherheit rein, oder? Ha, guck mal, wie es wackelt. Ein bisschen sehr wackelig. Ich weiß auch nicht. Nee, der rechte Baumstamm gibt komplett nach. Oh, ich sehe es. So, bis genau hierhin sind wir letztes Mal gelaufen. Hier ist nämlich diese kleine patschige Pfütze. Ich hoffe, wir kommen gleich noch mal ein bisschen näher ans Wasser. Also mehr als an das Wasser hier. Und laufen noch mal was weiter. Ah, da hinten wird es richtig breit. Schade, dass wir da nicht drankommen. Oh! Da hinten stehen Autos. Ist da tatsächlich noch ein Parkplatz? Wind! Wind, der Wind! Oh, ganz schön Wind! Yeah. Flieg gerade weg hier! Der Wind hat wieder ein bisschen aufgehört zu wehen. Ein bisschen weniger. Dann gucken wir mal, was da hinten noch ist. Ich glaube, da steht ein Trampolin. Was? Mitten im Wald? Was? Ah, hier sind wieder gar keine Bäume mehr. Ich mag ein bisschen was sehen. So, ist angenehmer.
Wald mit Trampolin. Und ein Parkplatz kommt da hinten noch. Da liegt auch wieder ein Baum komplett quer drüber. Ich wusste gar nicht, dass es hier nochmal so belebt wird. Aber klar, hier geht ja auch noch eine Straße rein, ne? Hier ist auch noch ein Haus. Ich glaube, hier wohnt jemand. Einfach so ein Trampolin. Mitten im Wald. Lol. Was haben wir denn hier? Einfach so ein Boot? Hä? Einfach so ein Boot? What the fuck? Man denkt, creepiger wird's nicht mehr. Steht da oben noch ein altes verlassenes Auto. Ja, mitten im Wald. Es ist gruselig. Was war das? So, wir gehen noch mal ein kleines Stückchen weiter. Gucken, ob wir noch was Schönes entdecken hier. Ansonsten drehe ich noch mal um. Weil ich habe jetzt nicht so viel gefilmt, aber ich bin schon echt weit gelaufen. Immer wenn es so ein bisschen interessant wurde. Ich bin ja leider nämlich immer noch sehr weit weg von der Abzweigung von der Wupper. Ich denke mal, irgendwann kommt die wieder ein bisschen näher ran. Aber das wird noch was dauern. Der Weg geht leider noch weiter nach rechts. Eigentlich müssten wir jetzt mal nach links. Ach, hier haben wir noch eine Bank. Eine Bank und einen Tisch. Allerdings schon etwas älter. Ich werde nochmal die Abzweigung da oben mitnehmen. Gucken, ob wir da noch was Interessantes sehen. Moment, ich muss mal das Kabel festmachen. So. Hier ist es doch so ruhig. Hier hört man noch niemand mehr das Wasser plätschern. Ich weiß, ich rede halt auch sehr leise. Ein paar umgekippte Bäume. Da liegt auch wieder ein Baum. Boah, und leuchtet in der Sonne. Es ist verdammt heiß. Also richtig, richtig warm. Ui. Aber keine Erde mehr. Puh. Also hier, wenn keine Bäume mehr da sind, könnte man richtig gut mit T-Shirt rumlaufen. Was haben wir hier noch? Dicken Baumstumpf wieder. Ein bisschen Löchern. Tatsächlich ist da hinten noch ein Haus. Mitten im Wald wieder. Bis dahin laufe ich noch. Dann geht's aber zurück. Noch eine Bank haben wir hier. Hier sind doch Autos runtergefahren, oder? Guckt euch das mal an.
Sieht aus, als ob die da durch den Fluss gefahren sind. So, ich bin jetzt nochmal quasi bis zum Haus gelaufen. Seht ihr das hinter mir? Ich kann mal ein bisschen rückwärts laufen. Wieso denn immer vorwärts laufen? Probier immer mal was anderes. Bis ich hinfall. Ich denke mal, hier drehen wir gleich mal wieder um. Vielleicht fahre ich mal hier mit dem Fahrrad lang. Dann halte ich mal zwischendurch an und filme einfach mal ein bisschen. Dann, dicke Hummel wieder. Dann komme ich nämlich mal ein bisschen weiter voran hier. Wollen wir eben 10 Kilometer laufen? Okay, so weit bin ich jetzt nicht gelaufen, aber. Oder mit dem Fahrrad ist schon ein Unterschied. Hier hinten liegen mal eben richtig krass viel abgesägte Bäume wahrscheinlich, oder? Die sind nicht umgefallen. Vielleicht zum Schutz. Aber mitten so ein fetter Gullideckel hier im Wald. So, und hier sind wir jetzt tatsächlich noch an einem Haus angekommen. Habt ihr den gruseligen Stuhl gesehen? Hier sind noch richtige Ruinen, ne? Guck mal. Hier komme ich aber nicht runter. Das ist mir ein bisschen zu steil. Aber hier könnte es noch rübergehen. Komm, das machen wir noch. Das machen wir noch. Mitten in den Weg hier rein. Wenn man das als Weg bezeichnen kann. Hui. Vielleicht kann man einmal kurz zum Wasser. Wenn mich die Äste hier nicht erschlagen. So. Sieht auch ganz gut aus hier. Hier unten plätschert es schon. Hier hinter müsste es auch weitergehen, ne? Wenn der Fluss ein bisschen tiefer und breiter wäre, könnte man hier mal mit dem Boot langfahren. Ah, hier komme ich nicht runter. Das ist zu steil. Da seht ihr das Haus. Einfach so im Wald. So. Ich drehe mal um und gehe hier wieder zurück. Und genieße noch was die Gegend. Hier ist mal ein Stückchen weiter. Dann entdeckt man auch wieder was Neues. Was mit dieser Ruine da unten? Also da stand auf jeden Fall mal irgendein Haus, oder nicht? Guck mal da. Schon wieder so ein Stück Stein. Da hinten auch. So, ich habe mal so langsam den Rückweg eingeschlagen hier. Bin schon ein ganz schönes Stück gelaufen. Ist allerdings noch was. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Viel mehr gibt es bisher nicht. Ein paar neue Orte wieder entdeckt. Ein paar neue Abzweigungen. Ansonsten, ja. Ich glaube, wenn es spannend werden soll, müssen wir mal nachts sehen. Ah, das sieht cool aus. Da wachsen sogar Sachen im Wasser. Guck mal. Da kam gerade ein Fahrradfahrer. So. Und zwischendurch auch mal die andere Seite. Der Berg ruft. Wenn gleich noch was Spannendes kommt, werde ich nochmal neu weiter filmen, an die Kamera nochmal anschmeißen, so. Und ansonsten, ja, gucke ich erstmal, ne? Bis gleich nochmal.
Das ist vielleicht noch interessant. Da oben ist einfach so auf dem Berg so eine kleine blaue Hütte. Was da wohl drin sein mag? Lost Place. Oh, hier komme ich aber gar nicht hoch. Es ist so steil. Ich weiß gar nicht. Sieht man das, wie steil es ist? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Aber es ist ja fast senkrecht hier. Da ist einfach so eine Hütte. Einfach so. Die habe ich gar nicht gesehen, als ich hier lang gegangen bin vorhin. Ich habe aber auch in die andere Richtung gefilmt. Ich habe Richtung Wasser gefilmt. Deshalb ist es mir wahrscheinlich nicht aufgefallen. Strahlend blauer Himmel. Einfach nur mega. Also die Temperaturen sind zum Spazieren, Wandern, Walken, gehen eigentlich echt perfekt. Viel wärmer muss es gar nicht sein. Wie wir sehen, sind wir auch schon wieder. Das ist ein anderer Punkt, aber auf der A2. Autobahn im Wald hier. So Leute, ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen ans Wasser gesetzt. Ja, ich denke mal, das war es auch heute wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Und ja, ich freue mich aufs nächste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.